Seit das Konzerthaus im Jahr 2017 eröffnet wurde, hat sich die Elbphilharmonie in Hamburg zu einer sagenhaften Erfolgsgeschichte entwickelt. Im Januar feierte das außergewöhnliche Gebäude seinen 5. Geburtstag. Und die Elbphilharmonie ist bereits in dieser kurzen Zeit ein kulturelles Wahrzeichen Deutschlands mit weltweiter Bekanntheit geworden. Die ersten 5 Jahre Elbphilharmonie waren eine einzigartige Zeit. Es war geradezu ein Rausch an musikalischer Vielfalt, an Besuchern, an Rekorden. Die besten Orchester der Welt sowie Künstlerinnen und Künstler der unterschiedlichsten Musikstile waren hier schon zu Gast. Über 3000 Konzerte mit 3,5 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörern und über 15 Millionen Menschen zu Besuch auf der öffentlichen Plaza sprechen für sich. Erstes Konzert, was ich hier erlebt habe, das war einfach unglaublich. Ich würde sagen, das ist schon so ein bisschen zum Wahrzeichen von Hamburg geworden. Magic, pure magic. Das Jubiläumsjahr startete am 11. Januar 2022 mit einem Galakonzert. Die ursprünglich für den Geburtstag geplante Lichtinstallation des niederländischen Künstlerduos Drift feierte nun ihre Weltpremiere zum Start des Internationalen Musikfests Hamburg. Die Elbphilharmonie hat eine gute Tradition darin, auch die ikonische Architektur, die sie ausmacht, zu inszenieren. Und jetzt machen wir es im Jubiläumsjahr zur Eröffnung des Internationalen Musikfestes. Und das ist die Installation Breaking Waves von Studio Drift. Das ist was ganz Besonderes und darauf freue ich mich sehr. Breaking Waves heißt die Arbeit für die hunderte beleuchtete Drohnen, die Elbphilharmonie in ein einzigartiges Lichtspektakel tauchen. Für die Choreografie des Drohnenschwarms haben sich Lonneke Gordien und Ralph Nauter von Drift durch den 2. Satz des Konzerts für Klavier von Thomas Adès in Verbindung mit der Elbphilharmonie selbst inspirieren lassen. Wir haben diese Beziehung zwischen dem Gebäude und seiner Lage an der Elbe betrachtet und auch zur Bewegung der Wellen und dem Dach. Wir haben das als Inspiration genommen, um diese Performance zu gestalten. Die Audioaufnahmen können Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Website der Elbphilharmonie aufrufen und über ihre Smartphones synchron zur Installation anhören. Ein faszinierendes Spektakel, das dieses besondere Konzerthaus nochmal in ein ganz neues Licht rückt. Geil. Ja, war sehr schön. Es war super. Mir hat gefallen, dass man hier auch ein bisschen die Musik gehört hat und man dann quasi die Bewegung der Drohnen zur Musik wirklich gespürt hat. An 3 weiteren Abenden können Besucherinnen und Besucher dem beeindruckenden Schauspiel beiwohnen. Für uns ist es sehr wichtig, dass die Kunstwerke, die wir machen, von einem großen Publikum gesehen werden. Es war auch ein Wunsch der Elbphilharmonie, etwas zu erschaffen, das für die Stadt erlebbar ist. So gelingt bei diesem Werk all das, wofür die Elbphilharmonie steht. Ein genreübergreifendes Kulturerlebnis zwischen Musik, Architektur und Kunst, das für alle Interessierten zugänglich ist. 5 Jahre nach ihrem furiosen Start scheint die Zukunft der Elbphilharmonie gerade erst anzufangen.